Alle wollen sich natürlich auch richtig jetzt, sagen wir mal, in Position bringen für die EM. Das ist auch klar. Aber in erster Linie gilt es ja, gute Mannschaftsleistung zu zeigen und die Spiele zu gewinnen. Das ist das allererste Ziel, was die Spieler haben. Alles Weitere, was dann Richtung EM passiert, das interessiert die Spieler, die jetzt da sind, nicht. Natürlich spielt der ein oder andere mit dem Thomas Müller, einer spielt vielleicht mit dem Mats Hummels und der andere wieder mit dem Jerome Boateng. Also, die sind die Spieler ja auch ein bisschen befangen. Und die Spieler wollen natürlich jetzt in erster Linie 3 Spiele absolvieren, 3 Siege einfahren, sich finden. Was dann passiert, habe ich der Mannschaft auch mal gesagt. Das sind dann Entscheidungen. Da wird man dann im Mai entscheiden, okay, wo stehen wir insgesamt, was brauchen wir, was fehlt uns, was garantiert uns den bestmöglichen Erfolg. Die Situation vom letzten Jahr war natürlich speziell. Und jeder weiß von uns, wir haben fast ein Jahr irgendwie auch ein bisschen verloren, was Einspielen betrifft. Aber die Entscheidung fällt dann ganz einfach im Mai. Und die Entscheidung muss ja der Trainer und wird der Trainer fällen und nicht Spieler.